Und schließlich der letzte Mann mit im Bunde bei den Profis, Sean Davis. Dritter bei der Wahl zur Mr. Universe 95. Breiter Latissimus, ausgeprägte Brust-, Schulter- und Armmuskulatur. Bislang war bei ihm immer eine gewisse Disharmonie festzustellen. Die Beine waren nicht entsprechend ausgebildet wie der Oberkörper. Aber das hat der Engländer abgestellt. Da hat er an den Schwächen gearbeitet. Dazu ein brutaler Oberkörper. Die Beine passen quasi dazu. Doch das dürfte mit Sicherheit eine schwierige Entscheidung werden zwischen ihm und Dennis James beispielsweise, die wir ja zuletzt hier gleich hintereinander gesehen haben. Zweiter, Dennis James, und damit ist Mr. Universum der Profis Sean Davis, und damit ist auch hier die letzte Entscheidung gefallen. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf ein weiteres Highlight am Donnerstag von 22 bis 23 Uhr. Sehen Sie den ersten Mister und den 10. Miss World Grand Prix der NABBA Fitness Bodybuilding vom Feinsten. Ein echter optischer Leckerbissen. Hier noch einmal das Resultat der Profis von Platz 1 von Sean Davis bis Platz 8. Christian Plassy aus Frankreich.